Ja, Sebastian Krupp machtlos beim 0:1. Wie tief sitzt der Stachel? Es sah ja doch vieles nach 0:0 aus. Das wäre ein gutes Ergebnis für euch gewesen. Ja, natürlich nach so einem Spiel, wenn man gefühlt 10 bis 15 Konterchancen hat und die einfach nicht sauber ausspielt, dann ist es halt leider oftmals im Fußball so, dass man durch eine einzige Aktion vom Gegner das entscheidende Gegentor bekommt. Und genauso war es heute, Sonntagsschuss. Und dann verlieren wir das Spiel. Das ist super bitter, aber wir sind immer noch Aufsteiger. Von daher kein Hals- und Beinbruch. Du hast ein bisschen Scharmützel mit dem Schiedsrichter. Was hat ihm nicht gepasst? Boah, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, dass ich sehr emotional war im Spiel. Das ist halt Fußball. Aber nach dem Spiel ist das vergessen. Fertig, aus. Jetzt geht es dann wieder am Kärlich. Dann wird wieder gewonnen auswärts, wie in Koblenz. Oder wie ist so die Prognose? Wir wollen jedes Spiel gewinnen als Aufsteiger. Wir sind unberechenbar. Ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen. Wir haben eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, aber die Chancen halt nicht. Und Mülheim Kärlich mit Konkurrent, wenn es um Abstieg geht, auch Aufsteiger. Wir wollen ganz klar gewinnen.